Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dämonikon. Siegel zerschlagen, Rätsel lösen, Gold herstellen, whatever. Wenn ich ihn doch nur ein einziges Mal berühren dürfte. Speicherpunkt, das finde ich auch mal gut. Jetzt erstmal ein bisschen Bambu, ne? Hatten wir auch eine Weile nicht mehr. Wäre eigentlich auch ganz cool. Nö, mein die mit. Das sieht irgendwie schwer nach einem Blutbrunnen aus. Ha. Ein Witz, die Jungs. Verbogener Silberlöffel. Quell des Lebens. Hier noch irgendwas? Ja, oh, da ist noch eine Kiste. Alter, Falter. Na gut. In meinen Händen tropft das Blut. Da haben wir einen Schalter. Ich glaube, den betätige ich erstmal, bevor ich mir die Kiste nochmal genauer anschaue. Jo. Zeichen des Schattengängers. Das haben wir sogar schon einmal drauf. Das wusste ich, dass das passieren wird. Konnte ich mir auch noch dran entsinnen. Gegner sind zum Glück jetzt kein Problem mehr bei unserem. Bei unserer Power. Na cool, kriegst du auch noch einen Kopf. Na. Das hatte ich gesagt, von wegen kein Problem mehr. Kassiere ich wieder, aber läuft alles ganz gut. So, jetzt können wir uns die Steine oben durchkrallen. Oder glatt. Yeah! Haben wir schon mal einen? Ich glaube, hier unten gab es noch irgendwelches Zeug. Heile machen, okay. Wo sind wir reingekommen? Durch die Tür oder sind wir von da oben? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ja, wir sind von hier gekommen. Gut, dann können wir mal gucken, ist da hinter dieser Tür vielleicht noch irgendein Geheimnis? Dann nehmen wir das nämlich gleich mit. Also auf jeden Fall gibt es jetzt hier mal Haue. Sehr schön. Läuft. Hey, ja, mal ernst ruhig los, ne? Also. Keiner ist nicht. War nichts mehr mit Schutzschild, wa? Für den Kopf. Speichert recht häufig jetzt, finde ich ganz gut. Ach, die Säulen sind hier das Rätsels Lösung. Hm.
Ach, ist schon offen. Sieht aus, als müsste ich die Sätze richtig anordnen. Ah, du Scheiße. Ich raff's nicht. Ist total falsch jetzt. Hm, nichts. Nochmal. Sieht aus, als müsste ich die... Bündnis der Ehe. Ist für den Gläubigen eine Verpflichtung. Versuchen wir es mal so. Nicht aus Liebe geschlossen. Nur aus dem Wunsch ewig währenden Wettstreits. Hm, nichts. Ich krieg's grad nie hin. Nochmal. Sieht aus, als müsst. Das Bündnis der Ehe. Das würde ich sagen, als Satzanfang ist gut. Nicht aus Liebe geschlossen. Nur aus dem Wunsch. Ewig währenden Wettstreits. Erhält sie ihre Berechtigung. Ach, jetzt... sich das wieder, ne? Hm, nichts. Moment, da guck ich mal nach. Ich bin jetzt faul. So, versuchen wir es nochmal. Das Bündnis der Ehe. Für den Gläubigen eine Verpflichtung. Sie wird nicht aus Liebe geschlossen, nur aus dem Wunsch zu immerwährendem Wettstreit hält sie ihre Berechtigung. Glaube ich, so wird es. Wo ist denn Berechtigung jetzt hier? War es das? Ah, schön. Ich habe nachgeguckt, aber ich war mir trotzdem nicht ganz sicher, ob ich mir die Reihenfolge gemerkt habe. Kurz mal in eine Lösung geschaut. Aber den zweiten Schlüsselstein schon. Sehr nice. Fahren wir dann da hinten noch. Habe ich da was linieren lassen? Das geht ja nicht. Dickflüssiges Antidot. Das kriegst du kaum runter. Da geht's auch noch weiter da hinten. Und die anderen Rätsel sind dann da drüben auf der anderen Seite irgendwo. Kann ich mich nur dunkel erinnern. Aber... schau mal hier. Vielleicht gibt's hier noch was. Nein. Aha.
Tür ist zu. Dann gehen wir halt durch die da. Das könnte Keller sein. Also bis jetzt ist das bloß eine Bibliothek, aber naja. Es geht sowieso runter. Und runter deutet auf Keller. Sag ich jetzt mal. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Na, warte. Ich habe gar keinen Zauber. Scheibenkleister. Ja, ich komme über so. Schnibbel hat, Leute. Hallo. Ja, lasst euch mal einfrieren. So läuft das hier nämlich nicht. Jetzt sind wir gerade wieder ein bisschen langsam, weil der Debuff auf uns gezaubert hat, der Horst. Gibt's hier sonst noch was Interessantes? Ich glaube, jetzt können wir Gold basteln gehen. Was wissen wir, wie das ging? Erstmal Pflanze. Pflanze ist super. Speicherpunkt ist auch nicht verkehrt. Was haben wir da? Jetzt dann das Katzengold. Ich glaube, ich muss hier auch erstmal noch eine Erklärung finden, wie das überhaupt funktioniert. Aber dann geil das wohl. Erstmal hier. Zack. Geht er hoch. Die eine oder andere Prügelei gibt es hier, glaube ich, auch noch. Hallo. Ich hätte hier echt mal. Das gibt's nicht, dass du mich hier mit debuffen. Hallo. Frech, Jungs. Na, warte. Vielleicht kriegen wir einen großen Zauber. Pass mal auf. Nein, das ist mir gleich egal. Du Horst kannst mir doch nichts mehr. Komm schon, lass einen einschenken. Du bist jetzt gleich nächster. So sieht's aus. Nehmen wir nix. Was haben wir da? Münzen mit grünen Sparen. Mhm. Hm. Katzengold wird auch Pyrit oder Narrengold genannt. Ein Anfänger mag leicht auf das Glitzern hereinfallen, aber dem erfahrenen Alchemisten ist es selbst zu Zwecken der Schmähung Unwissender zu niedrig. Priestergewand. Zeichen der Kraft. Das hat man, glaube ich, schon, ne? Ja. Das war auch noch ein Haufen Krempel. Nach Sonderbehandlung reagiert Objekt Nummer 23 auf Reize. Glänzender Goldbarren. Haben wir da noch alles. Wenn du das echte Gold und nur das echte geehrt, so gieß es in feine Barren und lass es kühlen. Derweil, du wartest, wiederhole
86 Mal die 73 Worte, mit denen unser stolzes Volk die Arten dieses Erzes benennen weiß. Gold, 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 Gold. Dazu Gold, 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 Gold. Okay. Grundsätzlich sind golddurchwirkte Gewänder zwar dekorativ und aufwendig in der Herstellung, ihr reiner Materialwert wird jedoch gemeinhin überschätzt. Tatsächlich ist der Goldanteil oft zu gering, dass sie sich bei alchemistischer Reaktion in säurerasche Putz auflösen. So schnell würde ich sagen, hat er gemeint. Gibt's doch auch nochmal Stunk. Das rieche ich doch. Ein Hebel. Ach, da waren Fallen. Zeichen der Konstitution. Ist das ein Hebel? Nee, das ist das Skelett. Das muss ich erst von der anderen Seite aufmachen. Ach, verdammt. Heißt, einmal wieder rumrennen zum Hochofen. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das Gold hergestellt wird. Verdammt. Das habe ich jetzt aus den Schriften da nicht ersehen können. Ich meine, wir haben richtiges Gold auch gefunden. Vielleicht reicht das, wenn wir das einschmelzen oder sowas. Mal schauen. Hier können wir erstmal aufmachen. Ich würde mal sagen, mit der Alchemie beschäftigen wir uns dann im nächsten Part, Leute. Macht's gut!